Ja, meine geschätzten Damen und Herren der Kärntner Medien, ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz gemeinsam mit Landesrat Martin Gruber begrüßen. Wir haben heute noch ein einmaliges Design. Ich nutze die Gelegenheit, gleich eingangs Sie über die zukünftige Vorhaben, wie wir Pressekonferenzen nach den Regierungssitzungen gestalten werden, zu informieren. Wir werden normalerweise zu dritt auftreten. Das waren die Geräusche, die wir drinnen gehört haben. Aber meine Stimme ist laut genug, lassen wir es. Wir werden normalerweise immer einem dritten Regierungsmitglied die Gelegenheit bekommen, je nach den Schwerpunkten, die wir in der Regierungssitzung erörtern, an dieser Pressekonferenz teilzunehmen. Sie können sich erinnern, auch das war in der letzten Legislaturperiode der Fall bei Rechnungsabschlüssen, Budgets etc. die Finanzreferentin, so werden wir das zukünftig halten. Heute nutzen wir die Gelegenheit nach der ersten Regierungssitzung mit Kollegen Gruber das allein zu machen. Jedenfalls aber, meine Damen und Herren, werden wir auch weiterhin die Transparenz, die Sie ja, glaube ich, auch sehr geschätzt haben, auch weiterhin bekommen. Wir werden am Donnerstag nach 16.30 Uhr oder 16 Uhr die jeweilige Tagesordnung dann, wenn es Regierungssitzungen gibt, an Sie übermitteln, sodass Sie auch Gelegenheit haben, innerhalb Ihrer Redaktion das, was für Sie wichtig ist, nachfragen zu können bis zur Erörterung in der Landesregierung am jeweiligen darauffolgenden Dienstag im Normalfall. Zur heutigen Regierungssitzung, die wir auch bewusst gemacht haben, wissen, dass es noch nicht sehr viele Verhandlungsgegenstände gibt. Wir haben für die Akten eine 12-tägige Vorlaufzeit gehabt, weil wir neben den Erörterungen in den jeweiligen Parteien, 2 Mitglieder der Regierung bei der ÖVP, 5 bei der SPÖ, diese Zeit brauchen, jeweils am Mittwoch vor der Regierungssitzung die koalitionären Abstimmungen machen, um ihnen dann am Donnerstag auch die notwendigen Inhalte zu präsentieren. Diese Vorlaufzeiten werden auch von uns eingehalten. Wir möchten einen sehr guten, gestrafften und diese neue Qualität, die sich durch die Synchronisierung ergeben hat, Ablauf auch in der Form der Regierungssitzungsvorbereitungen walten lassen. Für Sie, wie gesagt, die volle Servicierung, was die Gegenstände, Verhandlungsgegenstände betrifft. Heute haben wir unter dem Tagesordnungspunkt Informationen, der aus meiner Sicht auch zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, weil wir ja natürlich durch lange Vorlaufzeiten Aktuelles dort immer bearbeiten können. Einige Punkte bereits, die ich Ihnen näher bringen möchte, erörtert. Das erste war von meiner Seite her, habe ich einen Bericht gegeben über den Akkreditierungsprozess, den wir hinsichtlich der Gustav Mahler Privatuniversität des Landes Kärnten eingeleitet haben. Wir haben von der Akkreditierungskommission eine erste Rückmeldung bekommen, arbeiten einige Punkte ein, die wir aufgrund unseres ersten Antrages noch nachzubessern haben. Faktum wird sein, dass wir in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2019 dieses Universitätsgesetz des Landes Kärnten erstellen werden müssen, um damit die Privatuniversität auch auf Vereinsebene zu heben und die notwendigen Umstellungen, Personalia, Erstbudgetierung so zu machen, dass wir ein sehr ehrgeiziges Ziel, von dem ich hoffe, dass wir es erreichen, nämlich mit 1. September 2019 bereits den Studienbetrieb des Wintersemesters 1920 aufnehmen zu können. Ich habe dann über die Situation Gedenkfeier 2019, 12. Mai, berichtet, nachdem sich hier im Zuge meiner Regierungserklärung und dem klaren Bekenntnis der neuen Kärntner Landesregierung gegen jedweden politischen Extremismus aufzutreten, doch einiges getan hat. Das, was aus meiner Sicht das Wichtigste wäre, ist, dass es nie mehr zu faschistoiden, ustascher, nahen Kundgebungen, Tragen von Emblemen und ähnlichen Bereichen kommt. Ich bin sehr froh und bedanke mich ausdrücklich bei Bischof Schwarz, der auch seitens der katholischen Kirche Kärntens die Initiative mit ergriffen hat. Wir sind im ständigen Kontakt gewesen, bereits im Vorjahr, und unmissverständlich ausgedrückt hat, dass das Kirchliche das ist, was genehmigt ist, dass alles andere, Kundgebungen, Fahnenschwingen, Abzeichen tragen, politische Reden und, von der Kirche schärfstens abgelehnt wird und daher, wenn dem zuwidergehandelt wird, Genehmigungen für weitere Feiern auszusetzen sein werden. Ich habe mehrfach an die Mitglieder der Bundesregierung mich mit Briefen gewandt, habe auch heute im Rahmen eines Ö1-Interviews darauf hingewiesen, dass wir auch Unterstützung des Bundes brauchen werden auf internationaler Ebene. Ich
glaube, dass es genauso wie Kundgebungen von türkischen Parteien in Österreich es auch wichtig wäre, solche rechtsextremen Dinge zu untersagen bzw. notwendige Vorbereitungen zu treffen. Ich appelliere auch an alle Abgeordneten. Der Präsident des Nationalrates ist auch darüber informiert worden, dass wir hinsichtlich des Verbotsgesetzes gut beraten werden, zu überlegen, nach historischer Prüfung erweiterte Abzeichen, zum Beispiel Ustascher Abzeichen, die derzeit nicht umfasst sind vom österreichischen Verbotsgesetz, dort aufzunehmen, um auch rechtliche Handhabe zu haben. Ich erwarte, dass wir heuer sowohl von der Exekutive, aber auch von der Justiz durch entsprechende Präsenz, nicht nur Verfassungsschutz, sondern auch von Richtern in der Lage sein werden, Vergehen sofort zu ahnden. Wir stehen hier unter großer internationaler Beobachtung und ich denke, dass mit der Erwähnung dieser Situation bei der Kärntner Regierungserklärung durch meine Person auch eine entscheidende Bewegung in dieser Causa eingeleitet werden konnten und ich denke, dass wir das genauso wie andere Dinge, Schlagwort, Oberkriegerturm, Nazi-Symbole und Ähnliches, dem zu Leibe rücken werden. Ich möchte gerade im Gedenkjahr das heurige Jahr hier entscheidende Akzente für die neue Kärntner Landesregierung setzen. Wir haben dann von der Kollegin Brettner über die Jugendschutzreferentinnen-Tagung, die Sie in Ihren Medien ausführlich gewürdigt haben, ebenso eine Information bekommen wie unseren Plan, den wir gemeinsam mit Martin Gruber festgelegt haben, dieses Jugendschutzgesetz mit 01.01.2019 auch seiner Bestimmung und seiner Auftreten zuzuführen, einen Bericht gehabt, ebenso über die Bemühungen, einen weiteren Anlauf der Sozialreferentinnen und Referenten zu unternehmen, um die bedarfsorientierte Mindestsicherung österreichweit einheitlich zu gestalten, nachdem es ja hier hinsichtlich der Obergrenzen eine rechtlich einwandfreie Klarstellung gegeben hat. Wir haben dann einen Bericht der Kollegin Schaunig über den Flughafenaufsichtsrat und den Aufsichtsratssitz in der Kärntner Beteiligungsverwaltung bekommen, der gestern getagt hat und auch im Rahmen einer Pressemitteilung mitgeteilt wurde, dass die Beteiligungsgesellschaft Lilly Hill hier den Zuschlag bekommen soll, dass sie in diesem Bestbieterverfahren als Sieger hervorgegangen sind. Ich denke, dass das eine Entscheidung ist, die wir jetzt dann, nachdem die rechtlichen weiteren Vorgehensweisen geklärt werden, sowohl im Gemeinderat von Klagenfurt als auch in der Kärntner Landesregierung zu fällen haben werden. Kollege Gruber und ich werden uns darauf verständigen, dass wir, obwohl nicht notwendig, diese Entscheidung auch dem Kärntner Landtag nach Beschluss in der Kärntner Landesregierung vorlegen möchten. Das soll auch die neue positive Kooperation zwischen Regierung und Landtag in für das Land entscheidenden Fragen dokumentieren. Persönlich bin ich froh, dass meine Wortkreation Private Public Patriot Partnership durch den Zuschlag eine entsprechende Bestätigung gefunden hat. Ich glaube, dass man neben aller wirtschaftlichen Kriterien auch diese notwendige Portion von Patriotismus, Heimatbewusstsein und das Wissen um die Bedeutung eines Flughafens für eine Region, die doch auf die Überholspur kommt, dass man dem eine entsprechende Bedeutung beimisst. Und ich freue mich, dass wir hier, glaube ich, dann doch jetzt durchstarten können, denn dahinter steht eine Vorabinvestition des Landes Kärnten, die wir in den letzten Jahren getätigt haben, nämlich mit 13 Millionen die Sanierung der Landebahn. Und das ist, glaube ich, doch auch eine wichtige Vorleistung, um das Funktionieren und einen, ich hoffe, Höhenflug des Flughafens wiederum einzuleiten. Erlauben Sie mir nur eine Bemerkung dazu. Es wird oft diskutiert, macht es Sinn, im Umkreis sind einige Flughäfen etc. etc. Das wichtigste Asset, das wir haben, ist die Genehmigung, einen Flughafen zu haben, eine Landebahn zu haben und all diese Rechte. Das ist mit keinem Geld der Welt aufwertbar. Und diese wichtige Infrastruktur, und ich habe selbst immer dafür Sorge getragen, dass in jeder Regierungsperiode auch ein Bekenntnis der jeweiligen Landesregierung und Landesverantwortlichen zur infrastrukturellen Einrichtung eines Flughafens gegeben wird, das ist die wirkliche Bedeutung, das ist der wirkliche Wert dieses Assets, das wir hier haben und von dem ich hoffe, dass es in eine positive Zukunft auch mit der Hereinnahme der Teilprivatisierung gehen wird. Bei den Anträgen in aller Kürze habe ich selbst einen Antrag eingebracht über die personellen Besetzungen der Gremien bei der EU. Im Ausschuss der Regionen werde ich weiterhin als Landeshauptmann die Interessen Kärntens vertreten. Mein Ersatzmitglied ist der Klubobmann
Herwig Seisser in der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria wird ebenso wie in der Konferenz der Regionen mit Gesetzgebungskompetenz meine Person das Bundesland Kärnten vertreten. Kollege Martin Gruber wird im europäischen Netzwerk gentechnikfreie Regionen das Land Kärnten repräsentieren und im Kongress der Gemeinden und Regionen Europas nimmt dieses Mandat Landtagspräsident Reinhard Rohr wahr. Diese Beschlüsse sind alle einstimmig erfolgt. Ich sage das nur einmal bei der ersten Pressekonferenz. Ab dann hoffe ich, dass das zu einer positiven allgemeinen Gewohnheit werden wird. Kollegin Brettner hat einen Bericht über die Änderung des Kärntner Jugendschutzgesetzes, das ich bereits gestreift habe, gebracht. Kollegin Schaunig als Finanzreferentin hat die notwendige Beschlussfassung herbeigeführt für das Budgetprovisorium. Wir arbeiten ja noch auf der Basis vom Monatszwölftel für den Monatsvoranschlag Mai 2018 eingebracht. Erfreulich, ein langjähriges Projekt, Postplatzl in Völkermarkt, konnte mit einer Genehmigung von 54 Wohnungen auf Empfehlung des Wohnbauförderungsbeirates ebenso beschlossen werden wie die Kenntnisnahme des Berichtes, Jahresberichtes und Rechnungsabschlusses des Kärntner Wasserwirtschaftsfonds sowie ein Bericht der Kollegin Schaar über den Görs Day 2018, der am kommenden Donnerstag stattfinden wird. Stimmung in der Regierung ist positiv, ist konstruktiv. Ich freue mich auf weitere Regierungssitzungen und dass wir für das Land Kärnten einiges weiterbringen. Martin, du hast das Wort. Herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann. Meine geschätzten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Und ich kann nur bestätigen, dass die ersten Tage in dieser Koalition von positiver und konstruktiver Arbeit für das Land und auch für die Zusammenarbeit für unsere Kärntnerinnen und Kärntner geprägt war und vor allem, dass diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattgefunden hat. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. In der heutigen Regierungssitzung, wie bereits vom Herrn Landeshauptmann angesprochen, sind die Beschlüsse einstimmig gefallen und ich darf auch jetzt als zuständiger Referent das Thema Flughafen noch kurz streichen und auch unterstreichen, wie wichtig diese Beschlüsse des Aufsichtsrates waren für den Wirtschaftsstandort und Tourismusstandort in Kärnten, weil einfach ein funktionierender Flughafen eine wichtige, grundlegende Infrastruktur eines Bundeslandes ist. Und ich glaube, mit dem Bieter, der auch den Zuschlag erteilt, bekommen hat, wird eine Weiterentwicklung auch im Sinne der Kärntnerinnen und Kärntner, der gesamten Wirtschaft und Tourismuswirtschaft möglich sein. Und das darf ich jetzt als zuständiger Referent mit auf den Weg geben. Wir haben auch in der heutigen Regierungssitzung einen ganz speziellen Akt beschlossen, der den Fischotter betrifft. Das ist ja heute auch schon in den Medien gestanden, dass es da um die Lösung einer Problematik geht, die schon länger vorhanden ist und wir das gelindeste Mittel zur Eindämmung und Entnahme dieses Fischotters getroffen haben, um ein ökologisches Gleichgewicht und ein fischereiökologisches Gleichgewicht in unseren Fließgewässern wiederherzustellen. Denn wenn man bedenkt, dass der Fischotter im Endeffekt wieder angesiedelt wurde und dadurch ein Eingriff auch in die Natur stattgefunden hat, der viele, viele Jahrzehnte vorher schon passiert ist, natürliche Feinde nicht mehr vorhanden sind, war es notwendig, hier eine Verordnung auf den Weg zu bringen mit einem kompletten Fischotter-Masterplan und Managementplan, das heißt, was die Fischereibewirtschaftung, aber auch die Bewirtschaftung des Fischotterbestandes betrifft. Es gibt dann noch einige Punkte, auch aus meinen Referatszuständigkeiten, die ich in den ersten Tagen bewerkstelligt habe und auf den Weg gebracht habe. Und in meinem speziellen Bereich im Referat ländlicher Raum, Infrastruktur, Land, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, war es vor allem der Auftrag zum Strategieprozess Masterplan ländlicher Raum an die Abteilung 10, um die Ausarbeitung einer Ausrichtung auch auf zukünftige Belange zu bewerkstelligen. Ein Maßnahmenbündel wird ausgearbeitet, auch in zukünftiger Abstimmung mit der EU-Programmperiode nach 2020, um ein Leben, eine Weiterentwicklung auch im ländlichen Raum zu ermöglichen und vor allem auch den Bäuerinnen und Bauern eine Zukunft zu ermöglichen mit einer Perspektive, die erstrebenswert ist. Als zweiter Punkt habe ich einen Jahresschwerpunkt gesetzt, auch im Bereich Land- und Forstwirtschaft. Digitalisierung ist auch das Stichwort, das in der Landwirtschaft um sich greift, ob es mit Drohnenbefliegungen im Forstbereich ist, in schwer zugänglichen Waldgebieten, um eben Schadensbestände aufzunehmen und dergleichen, ob es die Digitalisierungsoffensive Urlaub am Bauernhof ist, um eben mehr Gäste und attraktiver zu werden. Als weiteren Punkt, der auch in Auftrag gegeben wurde, war die Einrichtung des Wildschadensfonds. Da ist der Auftrag auch an die ergangen, um diesen einzurichten. Mit 1. März ist ja die Novelle zum Kärntner Jagdgesetz
in Kraft getreten und da ist dieser Wildschadensfonds auch vorgesehen. Und jetzt muss man auch dieses im Regierungsprogramm verankerte Wort mit Leben erfüllen und um eben auch den Ansinnen der Jägerschaft, aber auch der Landwirtschaft nachzukommen, alles was von ganzjährig geschonten Tieren an Schaden entsteht, auch abzugelten und das auch in Zukunft weiter abwickeln zu können. In meinem Aufgabenbereich als Straßenbaureferent habe ich den alljährlichen Frühjahrsputz in Auftrag gegeben. Eine schöne Geschichte, aber wo man sich ansieht, wie viel Tonnen Müll im Endeffekt neben den Straßen durch achtloses Wegwerfen abgelagert wird. Das ist auch kein Bild nach außen für Kärnten und auch für den Tourismus. Ich darf ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle 17 Straßenmeistereien und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen, die in 13.000 Mannstunden, in 13.000 Arbeitsstunden unsere Straßen wieder reinigen und auch ein Bild geben, das es Kärnten verdient. Und das zwei ganz wichtige Punkte noch in diesem Bereich war der Auftrag zur Planung und Weiterentwicklung der B100 im Abschnitt Berg im Drautal. Ein uns lange, viele Jahrzehnte schon begleitendes Thema im Drautal ist in Auftrag gegeben worden. Es werden jetzt die Projekte entwickelt und dann die Maßnahmen auch begonnen, um dieses Straßenstück zu erweitern und auszubauen. Und gemeinsam mit Landesrat Magister Ulrich Zafoschnik sind wir in Ausarbeitung und haben auch den Auftrag gegeben, einen Radweg-Masterplan zu erstellen, um etwaige Lückenschlüsse in Kärnten für die Kärntnerinnen und Kärntner, aber auch für die Gäste, die zu uns kommen, zustande zu bringen, aber auch innerstädtisch Verbindungen zu schaffen, dass man mit dem Rad eben die notwendigen Arbeitsstellen bzw. Freizeitangebote nutzen kann. Und das sind die ersten 7 Punkte, die aus meinem Referatsbereich in den ersten Tagen in Auftrag gegeben worden sind. Darf mich nun mal ganz herzlich auch beim Herrn Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser für die gute Zusammenarbeit im Sinne unserer Kärntnerinnen und Kärntner, im Sinne unserer Heimat bedanken und bin somit am Ende meiner Ausführungen und danke nochmal. Danke Martin. Wir stehen für Anfragen zur Verfügung. Deadline 10 Uhr, 500-Jahr-Feier Klagenfurt. Meines Wissensstandes nach wird immer wieder über die kroatische Bischofskonferenz der jeweilige Termin ersucht, mit den österreichischen kirchlichen Behörden diese kirchliche Veranstaltung als Gedenkveranstaltung zu genehmigen. Das ist auch das, was der Kärntner Bischof annimmt und das auch genehmigt. Nicht umfasst davon sind Bereiche, die dann am Ende des Gottesdienstes dann mit Kundgebungen, Reden etc. beginnen. Nicht umfasst dabei ist der Verkauf von Devotionalien und anderen Bereichen. Nicht erfasst und kontrollierbar ist damit das Absingen von, Faschistoiden, die Zeit der Ustascher Herrschaft verherrlichten Bereichen. Und all das sind die Dinge, die das Ganze jetzt mittlerweile zu einem quasi Magneten von rechtsorientierten Kräften gemacht haben. So ist es mein Wissensstand, weil du ja nicht eine Generalbevollmächtigung. Ich glaube, das sieht man zu einfach, weil damit natürlich auch sehr, sehr viel diplomatische, kirchenrechtliche und andere Bereiche betroffen sind. Daher war auch mein Vorschlag und mein Vorstoß in mehreren Adressierungen an die Mitglieder der Bundesregierung, dass man auch auf der diplomatisch-politischen Ebene vorgeht. Ich beispielsweise in meinen bescheidenen Möglichkeiten habe eine Einladung an die kroatische Botschafterin ausgesprochen, vor dem Leubacher Feld, vor der Veranstaltung in Kontakt mit uns zu treten, um mir noch einmal die Besorgnisse des Landes Kärnten und diese Reputation, die ja leider nicht mehr eine ist, die sich reduziert, sondern die ja mittlerweile europaweit zu einem Ärgernis geworden ist, zu machen. Und ich sage noch einmal, gerade im 80. Jahr der Wiederkehr der Auslöschung Österreichs durch ein Naziregime haben wir hier härter, klarer vorzugehen, als es vielleicht bislang der Fall war. Also hauptverantwortlich bin ich als Landesrat und die Zuteilungen erfolgen immer mit den Abteilungsleitern.
Nein, das gelindeste Mittel, um Fischotter zu fangen, ist die Lebendfalle. Erstens auch zu überprüfen, ob die Feen, also die weiblichen Tiere, tragend sind oder nicht, denn die sind ja grundsätzlich auch von der Entnahme ausgenommen. Und dann ist zu überprüfen, eben ob es Männlein oder Weiblein sind, und dann ist die Entnahme, hat die Entnahme nach jagdrechtlichen Grundsätzen zu erfolgen. Das ist natürlich das Ansinnen, das Grundsätzliche, diese Wiederansiedlungsprojekte, diese Kooperationen wieder zu beleben. Es gibt da Projekte in den Niederlanden, aber auch in Frankreich, wo wir Kontakt aufnehmen, um möglicherweise auch Fischotter dorthin zu verbringen, auch wenn der Transport von Fischottern jetzt nicht wirklich sehr tierschonend ist. Bitte, Herr. 43 Tiere pro Jahr. Beschränkt jetzt auf 2 Jahre, es wird ein begleitendes Monitoring geben, der die Überwachung der Fischotterbestände mit anführt und den somit erhaltungswürdigen Zustand des Fischotters bestätigt. Das wird Ausfluss der kommenden Budgetverhandlungen sein, wie hoch dieser dotiert sein wird. Es gibt Vorschläge, aber die werden wir noch koalitionsintern besprechen. Die Ausnahme gilt für tragende Weibchen, also minimal diskriminierend, Herr Kimmeswinger. Wir können es noch nicht sagen, weil weder das Signing noch das Closing da ist. Es hat gestern die Entscheidung gegeben nach einer Präsentation. Jetzt ist es einmal abzuwarten, was ist rechtlich noch vorab zu klären. Sobald die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft das grüne Licht gibt, wird Kollege Gruber, bei dem es zurzeit resortiert, den entsprechenden Antrag einbringen. Wiederhole noch einmal, wir werden, obwohl nicht notwendig, trotzdem den Kärntner Landtag auch mit einbeziehen, denn ich halte das für eine ganz, ganz wesentliche Entscheidung und daher möchten wir das möglichst breit auch auftreten. Ich habe es sehr begrüßt, ich muss wirklich sagen, sehr begrüßt, dass wir gestern im Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft einen einstimmigen Beschluss hatten. Das wäre eine Interpretationsmöglichkeit. Die zweite ist, dass man beispielsweise bei wichtigen Entscheidungen jenes Gremium, das die budgetäre Hoheit hat und auch darüber informiert, welche Details drinnen sind. Wir werden sogar noch einen Schritt weitergehen, Frau Gössinger. Wir werden in jener Regierungssitzung, bei der wir das dann bringen, auch den Herrn Orasch die Gelegenheit geben, seine Konzeption zu präsentieren und werden dazu alle 4 im Kärntner Landtag vertretenen Parteien im Rahmen ihrer Club-Obmänner oder IG, wer halt seitens des Team Kärntens nominiert wird, anwesend zu sein, so wie wir es auch bei der Heter-Geschichte gemacht haben. Ich halte das auch deswegen für wichtig, weil ob man jetzt Schuld oder Positives gemeinsam trägt, wir haben beide Institutionen, die Legislative wie die Exekutive, die Aufgabe im Sinne Kärntens zu arbeiten und dort, wo es weitreichende Entscheidungen gibt, bin ich einer, der die Kooperation und das Gemeinsame in den Vordergrund stellt. Im Guten wie im Schlechten. Gut, nachdem wir alle uns auf 500 Jahre Klagenfurt freuen, darf ich mich recht herzlich bedanken. Prinzipiell werden wir die Regierungssitzungen, heute war die Ausnahmesituation geschuldet, besagter Veranstaltung um 9 Uhr durchführen und die Pressekonferenz um 11 Uhr, um gewissen Zeitdruck Einzelner zu vermeiden. Dankeschön.